Wir kommen zu unserer letzten Einheit über NP-Vollständigkeit, über die P gleich NP-Frage, nämlich zum Begriff NP-Vollständigkeit. Der geht auf Descartes zurück, hier rechts unten. Er bekam den Turing Award 1985 für diese Arbeiten. Also, wir haben das letzte Mal das Erfüllbarkeitsproblem gesehen und den Satz von Levin. Was war der Satz von Cook? Levin, nämlich, dass P gleich NP ist, genau dann, wenn das Erfüllbarkeitsproblem NP ist. Also das Erfüllbarkeitsproblem ist ein schwerstes Problem in NP, nämlich, wenn man von dem Erfüllbarkeitsproblem zeigen kann, dass es polynomiell lösbar ist, dann sind alle Probleme in NP in Polynomzeit lösbar. Und sowas definiert für sowas verdient einen eigenen Begriff, nämlich NP-Vollständigkeit. Also wir sagen, ein Problem L in NP ist NP-vollständig, wenn gilt, wenn man das L in P reintut, dann ist P gleich NP. Ja? Also L ist, informell kann man auch sagen, L ist das schwerste Problem in NP. Und Cook und Levin haben bewiesen, dass das Erfüllbarkeitsproblem NP vollständig ist. Karp, nur ein Jahr später, hat gezeigt, so herausragend ist die Rolle von dem Erfüllbarkeitsproblem gar nicht. Er hat nämlich von 20 anderen Problemen gezeigt, das Graphenfärbungsproblem, das Hamiltonsche Kreisproblem, das Napsal-Problem und 20 andere Probleme sind auch alle vollständig. Wie hat er das gezeigt? Er hat diese Reduktionen angegeben, er hat satt gezeigt, das ist kleiner gleich Graphenfärbung. Also wenn man Graphenfärbung kann, dann kann man auch satt. Wenn man Napsack-Problem kann, effizient kann, dann kann man auch satt effizient und so weiter. Also wir haben jetzt viele Probleme, die sind alle gleich schwer. Ja, Theorie schafft Ordnung hier. Diese Liste ist inzwischen auf mehrere tausend angewachsen von Problemen, wo man weiß, die sind alle gleich schwer. Wenn es für eines davon einen effizienten Algorithmus gibt, dann gibt es für alle einen effizienten Algorithmus. Wenn es für eines keinen effizienten Algorithmus, dann gibt es für keins dieser Probleme einen effizienten Algorithmus. Das sind also alle das, in einem Prinzip das gleiche Problem, nur in einer verschiedenen Verkleidung. Ich kann mich gut erinnern, ich habe 1974 promoviert, also diese Arbeiten erschienen in meiner Promotionszeit. Und als mein Doktorvater von der Tagung zurückkam, wo Dick Karp über diese Sachen vorgetragen hat, hat er gesagt, das musst du unbedingt lesen. Das ist eine Revolution. Das bringt so viel Verständnis und Ordnung. Da gab es all diese Probleme, die vorher verschieden waren und jetzt wissen wir, die sind wirklich alle das Gleiche. Sind alle gleich schwer, nur in der Verkleidung. Vielleicht sollte ich noch was erwähnen hier, also wie sieht das jetzt aus, unsere Komplexitätslandschaft? Nehmen wir an, P ist ungleich NP. Dann haben wir hier P, dann haben wir da oben NP und in NP gibt es da oben die NP-vollständigen Probleme. Das sind die schwersten. Sind alle Probleme in NP NP-vollständig oder gibt es da auch was dazwischen? Ja, da gibt es auch was dazwischen. Also in meiner Doktorarbeit zum Beispiel habe ich das gemacht, habe ich gezeigt, da gibt es auch Probleme dazwischen und zwar jetzt in unserem Reduktionsbegriff wirklich so, wo immer eins schwerer ist als das oben drüber. Also wenn man das oben drüber effizient kann, kann man auch das unten drunter effizient. Aber wenn man das unten drunter effizient kann, heißt es noch lange nicht, dass man auch das oben drüber effizient kann. Also jetzt Satz von Karp, es gibt viele Probleme, die äquivalent zum Erfüllbarkeitsproblem sind. Zum Beispiel das Graphenfärbungsproblem, das Hamiltonsche Kreisproblem, das Napsack-Problem und 20 andere Probleme. Und es ist inzwischen auf mehrere tausend angewachsen. Ein Wort zur Geschichte. 1970 hatte man effiziente Algorithmen für kürzeste Wege. Ich habe den Algorithmus von Dijkstra gezeigt, den er Ende der 50er Jahre gefunden hat. Für Paarungsprobleme, für Flussprobleme, für viele andere Probleme.
Aber es gab eben auch alle diese Probleme, die man nicht effizient lösen konnte. Und Beispiele war das Erfüllbarkeitsproblem, Färbung von Graphen, Knapsack, Rucksack. Ja? Und Cook, Levin und Karp haben Ordnung in dieses Chaos gebracht, nämlich gezeigt, alle diese Probleme hier sind äquivalent und eines davon hat einen effizienten Algorithmus, genau dann, wenn sie alle einen effizienten Algorithmus haben. Und wenn eins davon einen effizienten Algorithmus hat, dann ist P gleich NP. Die Frage, ob P gleich NP ist, ist offen. Man hat damals geglaubt, dass das gar nicht so schwer sein könnte. Also es glaubt jeder, dass es ungleich ist. Als das Problem formuliert wurde, wusste man nicht wirklich, wie schwer das ist, sondern man hat geglaubt, das könne man in wenigen Jahren lösen. Es haben dann auch sehr berühmte Mathematiker probiert, das Problem zu lösen, weil sie es auch nicht konnten. Ist das Problem inzwischen als eins der sechs großen offenen Probleme der Mathematik, für die die Clay Foundation 1 Million Preisgeld für die Lösung ausgesetzt hat. Die Frage hat grundlegende philosophische und mathematische Bedeutung. Ist Beweisen schwerer als Prüfen? Ich werde darauf auf der nächsten Folie nochmal eingehen. Die Gleichheit hätte enorme algorithmische Konsequenzen. Und dazu auf den nächsten beiden Folien. Also was wäre, wenn? Ja, also was wäre, wenn P ungleich NP? Nun, da würde sich gar nicht so viel ändern, denn wir kennen keinen Polynomzeitalgorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem. Das heißt, wir leben faktisch in einer Welt, in der P ungleich NP ist. Ja? Also wir wissen nicht, ob es ungleich ist, aber im Augenblick, wir leben in einer Welt, wo die zwei Sachen ungleich sind, also faktisch ungleich sind, weil wir eben keinen Polynomzeitalgorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem kennen. Und es ist auch so, dass die meisten Fachleute glauben, dass P ungleich NP ist. Es ist aber vollkommen unklar, wie man das beweisen könnte. Man weiß, dass einige natürliche Ansätze nicht funktionieren können. Also was ist ein natürlicher Ansatz? Wir haben über das Halteproblem gesprochen, wenn Sie sich richtig erinnern. Und wir haben von dem Halteproblem gezeigt, dass es unentscheidbar ist. Und das haben wir mit so einer Konstruktion gemacht, die selbst bezüglich war. Also, ich bin ein Lügner. Ja, das hat sowas kodiert, unser Beweis für das Halteproblem. Man weiß, ein solcher Beweis kann nicht funktionieren für P ungleich NP. Und für ein paar andere Ansätze, wie man das vielleicht beweisen könnte, weiß man das auch, dass diese Ansätze nicht funktionieren. Also wenn man einen neuen Beweis, wenn man einen Beweis findet, muss dieser eine neue Methode einführen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Methode dann auch weitere Anwendungen hat. Das ist wie in der Physik, wenn jemand die Zeit um einen Faktor 10 besser messen kann als alles davor, dann hat das Konsequenzen. Oder wenn man Teilchen beschleunigen kann auf eine 10-mal höhere Energie als davor, dann sieht man Neues. Ja, so wird das hier auch sein. Wenn jemand diese neue Methode gefunden hat, dann hat die Methode auch weitere Anwendungen. Es ist so, dass alle paar Jahre ein Beweis angekündigt wird, die sich dann immer als falsch herausstellen. Und alle paar Jahre, weil man ja wirklich eine neue Methode erfinden muss. Aber es stellt sich immer heraus, dass die Beweise falsch sind. So, wie wäre jetzt das Umgekehrte? Wenn P gleich NP wäre. Das wäre Revolution. Das wäre Revolution in einem vielfachen Sinn. Das wäre Revolution im algorithmischen Sinn. Denn wir hätten dann einen Polynomzeitalgorithmus für das Erfüllbarkeitsproblem und für das Graphenfärbungsproblem und für das Hamiltonsche Kreisproblem und für das Traveling Salesman-Problem und, und. Ja?
Wir könnten auf einmal Sachen effizient ausrechnen, wo wir bisher nicht mal im Traum dran glauben, sie aus. Ja, es ist algorithmisch, die Konsequenz wäre riesig. Sie wäre auch riesig, die Konsequenz für die Mathematik. Denn Mathematiker würden arbeitslos. Sehen Sie sich folgendes Problem an. Die Eingabe ist ein mathematischer Satz in einem formalen System. Also in einem System, wo genau klar ist, was die Sachen bedeuten, wo man nicht sowas schreiben darf im Beweis, klarerweise gilt, offensichtlich folgt hieraus und so weiter, sondern wo man wirklich alle Details hinschreiben muss. Also die Eingabe wäre ein mathematischer Satz und eine Anzahl n unbeschriebener Blätter. Und die Frage ist, gibt es einen Beweis für S, der auf die n Blätter passt? Ja, dieses Problem ist NP. Warum? Was ist ein Lösungsvorschlag? Ein Lösungsvorschlag ist einfach ein Text in diesem formalen System, der auf n Seiten passt. Wie überprüft man? Und man schaut nach, ist das wirklich ein Beweis? Und da alle Details dastehen muss, ist dieses Überprüfen leicht. Also ist dieses Problem in NP. Falls P gleich NP, dann ist dieses Problem auch in P. Das heißt, in Polynomzeit kann man diesen Beweis finden. Und Mathematiker würden arbeitslos. Ja, denn dieses N ist nicht so groß. Ja. Keine mathematischen Beweise haben mehr als 1000 Seiten bisher. Ja. Das N ist immer kleiner als 1000. Und die meisten Beweise sind sehr viel kürzer. Ja. Also die Konsequenz für die Mathematik wäre gewaltig. Es hätte ja auch philosophische Konsequenzen. Denn ich habe am Anfang gesagt, beweisen, das ist eine kreative Tätigkeit. Beweisen nachprüfen ist eine handwerkliche Tätigkeit. Tja, aber wenn P gleich NP ist, dann gibt es diesen Unterschied nicht mehr. Wir müssen über den Begriff Kreativität neu nachdenken. Wie steht es mit Beweisen? Es wird relativ oft, alle paar Monate, ein falscher Beweis angekündigt. Diese Beweise für Gleichheit sind einfacher zu führen. Man muss ja nur einen effizienten Algorithmus, ist typisch ein effizienter Algorithmus für eins der NP-vollständigen Probleme. Also Beweis ist immer ein Algorithmus für ein NP-vollständiges Problem. Und es ist immer so, dass die meistens so, dass diese Algorithmen korrekt sind, aber dass in der Laufzeitanalyse ein Fehler ist. Es wird behauptet, dass der Algorithmus in Polynomzeit läuft, aber die Analyse stimmt nicht. Wie geht man mit NP-Vollständigen oder NP-Problemen in NP um? Zunächst mal, nur weil man für ein Problem keinen effizienten Algorithmus kennt, verschwindet es nicht. Ja, viele dieser Probleme will man in der Praxis ständig lösen. Das Erfüllbarkeitsproblem ist besonders wichtig, weil es so aussagekräftig ist, weil man viele andere Sachen bequem als Erfüllbarkeitsproblem formulieren kann. Also man will diese Probleme lösen. Und erinnern Sie nochmal, NP-Vollständigkeit bedeutet, man kennt keinen Algorithmus im Augenblick, der jede Problemstellung in Polynomzeit löst. Es kann durchaus Algorithmen geben, die viele Instanzen in Polynomzeit lösen, die viele interessante Instanzen in Polynomzeit lösen. Genauer, es gibt die folgenden Ansätze. Das eine sind Heuristiken. Heuristiken heißt Algorithmen, die in der Regel
gut funktionieren. Aber man weiß nicht wirklich warum. Zum Beispiel für unser Knapsackproblem, unser Rucksackproblem, da hatten wir diese Objekte. Jedes Objekt hatte einen Wert und ein Gewicht. Was ich etwa machen könnte, ist, ich sortiere Objekte absteigend nach diesem Wert pro Kilo, also Wert über Gewicht, was ja ist dann Wert pro Kilo. Ja, also nehmen wir an, wir hätten die schon umnummeriert und es wäre W1, G1, größer gleich, W2, G2 und so weiter. Und dann würde ich diese Objekte durchgehen in der Reihenfolge, in absteigender Reihenfolge von spezifischem Wert oder Wert pro Gewicht und würde ein Objekt in den Rucksack reintun, wenn es noch reinpasst. Und wenn es nicht reinpasst, dann gehe ich zum nächsten über. Ja? Also ich gehe die Objekte durch und sage, ein Objekt in den Rucksack passt, tue ich es rein. Wenn ein Objekt nicht mehr in den Rucksack passt, ignoriere ich es und gehe zum nächsten über. Das liefert im Allgemeinen recht gute Lösungen, aber nicht die optimale. Für kleine n kann man sich exakte Algorithmen überlegen. Man kann Spezialfälle untersuchen. Ja, also man könnte bei unserem Problem des Handlungsreisenden sagen, mich interessiert nur Instanzen, wo die Knoten von dem Graphen Orte sind auf einer Landkarte. Und das hier ist, die Kantenlängen ist wirklich der Abstand, der euklidische Abstand. Also die Länge der Luftlinie zwischen den beiden Orten. Das ist ein Spezialfall. Die Abstände sind nicht mehr beliebig, sondern die Abstände sind die Abstände in der Ebene. Diese Probleme sind einfacher und dafür kennt man ganz gute, sind aber immer noch kompliziert. Aber man kennt dafür ganz gute Algorithmen. Und das letzte ist Approximationsalgorithmen. Da sagt man, man besteht auf Polynomzeit. Und man fragt sich, wie gut ist die Lösung, die man ausrechnen kann, in Polynomzeit. Also zum Beispiel, man könnte beim Knapsackproblem dieses machen, man sortiert die Elemente nach diesem Verhältnis Wert über Gewicht. Man benutzt die Heuristik von oben und da kann man zeigen, man erhält mindestens die Hälfte des optimalen Werts. Und man kann noch bessere Sachen machen. Ja, das wäre eine Approximation. Alle diese Entwicklungen in der Algorithmik, dass man über sich überlegt, gibt es Approximationsalgorithmen? Welche Spezialfälle kann man lösen? Gibt es exakte Algorithmen, die dann zwar eine Laufzeit haben, exponentiell, ja, also c hoch n, aber man kann nach einem kleinen c suchen, dass das Exponentielle später zum Tragen kommt, oder man nimmt Heuristiken. Lassen Sie mich zusammenfassen. Was haben wir alles gelernt? Wir haben die Mengen p und np kennengelernt. Also die Menge der Probleme, bei denen man eine Lösung in Polynomzeit finden kann, beziehungsweise die, wo man die Korrektheit eines Lösungsvorschlags in Polynomzeit überprüfen kann. Wir haben den Satz von Cook und Levin kennengelernt, nämlich, dass p gleich np ist, genau wenn es einen polynomiellen Algorithmus für das Applizierbarkeitsproblem der Aussagenlogik gibt. Wir haben den Satz von Karp kennengelernt, dass das Erfüllbarkeitsproblem ungefähr genauso schwer ist wie Graphenfärbung und so weiter. Und es gibt noch viele andere Probleme.
Wir haben gesehen, das ist eines der großen offenen Probleme in der Informatik, Mathematik, und dass die Clay Foundation 1 Million ausgesetzt haben, und wir haben uns überlegt, was sind die Konsequenzen, wenn P ungleich NP ist und wenn P gleich NP ist.